Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal wieder so ein richtiges Hammer-Video. Und zwar geht es um den Reifen, aber um genau zu sein, wo hat das Vorderrad sein Limit? Mega spannendes Thema, bleibt dran. Ich denke, der ein oder andere kann noch was lernen, aber erst das Intro. Das Vorderrad ist natürlich für jeden ambitionierten Racer ein Riesenthema. Warum? Weil die meisten, wenn man sie darauf ansprechen würde, ein Riesenfragezeichen über dem Kopf hat und keiner so wirklich genau weiß, wie es eigentlich funktioniert bzw. wo es denn sein Limit hat. Ist aber auch verständlich, denn es wissen wirklich sehr wenige und auch manche Reifenhändler oder Ingenieure, die vor Ort an der Rennstrecke sind, wissen das vielleicht. Aber sie haben keine Zeit, jedem hier eine Stunde oder zwei Stunden Theorieunterricht zu geben. Und selbst wenn sie es wissen, möchten sie es vielleicht nicht wirklich weitergeben. Ich habe im Bereich allgemeine Reifen schon sehr viel zu tun gehabt, auch im Bereich Automotorsport. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Aber was wir als allererstes mal alle wissen, ist, der Reifen braucht sogenannten Grip. Aber wir müssen natürlich erstmal erfahren, was ist Grip und wodurch wird er aufgebaut. Unter dem Mikroskop betrachtet sind im Reifen lauter kleine Zähne, welche sich in die Mikro- und Makrorisse des Asphalts einbeißen und somit einen Kontakt erstellen, welcher aber von ständiger Bewegung durch Raddrehung resultiert. Das ist somit immer vorhandener Schlupf. Die Fläche, welche sich durch die Zähnchen mit dem Asphalt verbindet, nennt man im Übrigen Latch. Somit möchte man diesen so groß wie möglich gestalten. Jetzt kennen wir schon einen neuen Begriff und zwar der Latch. Um genau zu sein, der Reifenlatch, also das gehört zusammengeschrieben. Dieser Latch liegt in einer Millibruchteil einer Sekunde am Boden auf, je nach Geschwindigkeit, wie schnell sich der Reifen dreht oder nicht. Also, dieser Latch gilt es zu vergrößern, weil im Endeffekt, desto größer diese Fläche, dieser Latch ist, umso mehr Grip kann der Reifen letztendlich doch auch entwickeln. Diese Fläche der Latch wird natürlich auch beeinflusst, und zwar von Reifenbreite, Reifengröße, Reifendruck und unter anderem das Gewicht. Wenn ich hier meinen Reifen nehme, dann kann ich den mit 2 Kilo Anlagefläche kaum zusammendrücken, sodass überhaupt ein vernünftiger Latch entstehen würde. In dem Fall haben wir einen Reifen, wo keinerlei Luft drin ist. Das heißt, der Reifen hat im Endeffekt überhaupt keinen Gegendruck. Und wenn der Reifen keinen Gegendruck hat, dann wissen wir alle, kann der Reifen nicht wirklich funktionieren. Sprich, er hätte in dieser Situation, so wie er jetzt ist, auch nicht viel Grip. Wie stellen wir uns jetzt diesen Gegendruck vor? Im besten Beispiel nennen wir es mal so. Angenommen, der Latch wäre so groß wie die ganze Fläche des Reifens. Wir hätten sozusagen eigentlich im übertriebenen Sinne überhaupt keine Möglichkeit, für die komplette Fläche den Gegendruck zu gestalten, weil dann müssten wir den Reifen ja theoretisch mit 10 Bar fahren, dass das funktioniert. Aber das machen wir ja nicht. Umkehrbeispiel. Hätte ich zu wenig Luft in einem Reifen drin, sagen wir mal, wir brauchen normalerweise 2,3 Bar und wir würden jetzt 1,5 Bar reinmachen, was ja offensichtlich, was wir alle wissen, viel zu wenig ist. Dann würde ja dieser Latch viel größer werden, denn der Reifen hätte nicht genug Gegendruck. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss, da wir wissen, dass zu wenig Luftdruck nicht wirklich funktioniert, vor allem umso viel weniger nicht funktioniert, ist es nicht notwendig, dass der Reifen einen unendlich großen Latch hat, sondern der kann auch irgendwann mal zu groß werden, weil wir eben diesen Gegendruck für den Latch nicht mehr liefern können. Das heißt, das geht irgendwo ist einfach Ende. Ja? Latch Größe X mit Luftdruck Y. Sehen wir das Beispiel mal andersherum. Hätten wir zum Beispiel 5 Bar Luft in dem Reifen statt unsere 2,3 bis 2,5,
würde der Large ja theoretisch kleiner werden, weil der Reifen bäumt sich durch diesen Mehrluftdruck viel stärker auf und kann sich an der Fläche, wo er aufliegt, am Large quasi nicht zusammendrücken und hat somit weniger Grip-Auflagefläche. Also ihr seht schon, wieder mal, der Luftdruck ist äußerst entscheidend, auch für den Grip. Ein Reifen ist konzipiert, um in einem gewissen Gewichtsbereich von bis zu funktionieren. Jeder Reifen hat seine Gewichtsangaben. Das steht beim Motorradreifen allerdings, vor allem beim Slick, überhaupt nicht drauf. Da gibt es keine Traglasten. Danke auch an die ganzen Reifenhersteller, die mir da keine Informationen gegeben haben. Ich habe es probiert bei allen, fast allen Rennreifenherstellern. Mich hätte das Gewicht für diese, sie konzipiert sind, wirklich mal in Zahlen interessiert. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe keine Informationen bekommen und somit können wir die Gewichtsangaben nur schätzen. Es geht aber auch gar nicht jetzt wirklich darum, explizit jedes einzelne Kilo rauszufiltern, sondern wirklich um zu verstehen, dass ein Reifen in einem gewissen Bereich funktioniert. Letztendlich ist es doch so, dass wir von unserem Reifen so viel Funktionalität wie nur möglich herausholen wollen. Wir wissen alle, dass wir zum Beispiel in gerader Ausfahrt beim Anbremsen eigentlich maximal Grip am Reifen haben. Das heißt, das Grip-Level des Vorderrads beim Anbremsen auf der Geraden ist eigentlich höher, als das Motorrad überhaupt für die Fliehkraft überhaupt verantworten kann. Du weißt ganz genau, wenn du bei 200 km/h mit all deiner Kraft in den Fingern die Bremse ziehst, dann wirst du einfach nach vorne absteigen und der Reifen wird sagen, ciao. Ich hatte auf jeden Fall Grip, an mir lag es nicht, das warst du. Und von dem her wissen wir ja, dass der Reifen theoretisch beim Geradeausfahren mega viel Grip hat. Eben auch das Vorderrad. So, jetzt kommt natürlich noch eine Eigenschaft hinzu, die wir beim Motorradfahren brauchen, denn wir fahren ja auch nicht nur geradeaus, sondern wir fahren unter anderem Kurven. Und dann kommt die Schräglage. Und der Reifen ist zwar konzipiert für Schräglage zu fahren, aber bei der Schräglage vermindern wir unsere Auflagefläche, weil der Reifen auf der äußeren Flanke härter ist wie in der Mitte und somit wird der Reifen an der äußeren Flanke bis hin zur Mitte nicht so stark komprimiert in Schräglage als wie beim geradeausfahren Bremsen. Physikalisch gezwungen entwickeln wir eine Fliehkraft, welche nach außen drücken will, abhängig von Gewicht, vom Motorrad und Fahrer, Radius der Kurve, Geschwindigkeit und so weiter. Deswegen auch der Beweis, 600er in der Regel mehr Kurvenspeed als die 1000 Kubikmaschine. Somit arbeitet der Reifen jetzt nicht nur in der Verzögerung, sondern auch in der Querbeschleunigung, womit wir dem Reifen sein 100% Mögliches schon mal halbieren oder gar dritteln. Dazu kommt, wir verringern unsere Auflagefläche am Reifen. Also zwei Faktoren, welche gegen unseren erwünschten Grip arbeiten. Wie arbeiten wir gegen diese Faktoren? In einem anderen Video von mir lernten wir, dass wir in die Kurve hineinbremsen sollten, bis kurz vor dem Scheitel. Bremsen über das Vorderrad erhöht das Gewicht auf dem Reifen und der Large wird größer. Aber Achtung, denn jetzt kommt das Limit. Jetzt heißt es, in genau dem Fenster des möglichen Gewichts des Reifens sich zu bewegen. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Oh, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ganz schön anstrengend. Kalter Kaffee, soll schön machen. Im Übrigen, viele haben mich gefragt, was denn jetzt das eigentlich mit der Driving School soll und so weiter. Hintergrund ist der. Okay, schau her. Ich mache hier Videos für euch. Und
bereite quasi Wissen vor, das ihr brauchen könnt, um A, sicherer, B, schneller. Wissen wir alles, kennen wir. Okay. Ihr bekommt quasi einen super genialen Mehrwert kostenlos in YouTube. Das heißt, für euch ist es kostenlos, aber für mich kostet es im Moment richtig viel Geld. Und zwar, wenn ich jetzt dieses Video, das du schaust, das ist ungefähr für mich so mit von Vorbereitung, Skript bis Upload, Schneiden etc. Das ist schon so 10 Stunden Arbeit. Das heißt, 10 Stunden Arbeit, die ich entweder am Sonntag machen muss oder unter der Woche machen muss, aber dann meine Arbeit, in der ich ja lediglich Geld verdiene, sitzen lassen muss. Das heißt, es kostet mich Geld. Da mir das Ganze aber wirklich Spaß macht und ich von euch so viel Feedback kriege und mich so viele Fragen, können wir mal mit dem Motorrad fahren, machst du auch Instruktorarbeiten? Und ich habe schon als Instruktor gearbeitet bei einer anderen Firma und da mache ich aber das nicht mehr, weil ich will mein eigenes Ding machen, ich will mich ungern unter dem Pantoffel sitzen, da bin ich nicht der Typ dazu, ich mache mein eigenes Ding. Und jetzt brauche ich natürlich irgendwie eine Möglichkeit, um das mit den Videos weiterzumachen, um ein Portal dafür zu kriegen, wo ich mehr Inhalt, mehr Mehrwert und vor allem mehr Zeit für noch bessere Videos liefern kann. Also du siehst, auf was ich hinaus will, ich brauche letztendlich eure Unterstützung und genau deswegen, ich brauche eure Unterstützung, damit ihr kostenlose Videos bekommt, weil das eben so extrem aufwendig ist. Und ja, was soll ich sagen? Deswegen ist es auch genauso wichtig, dass ihr alle Einzelnen da draußen, wirklich jeder Einzelne, diesen Abonnement-Button drückt, diesen Daumen hoch drückt, damit es für mich überhaupt mal irgendwann rentabel wird. Weil mir macht es wirklich irrsinnig viel Spaß und ich hab Freude am Videos machen, ich habe Freude, eine Story zu erzählen, ich habe Freude im Umgang mit Licht und Kamera. Ihr seht es in meinen Videos, mir macht es richtig Spaß, aber es kostet mich wirklich, wirklich Geld. Und deswegen haben wir jetzt auch schon ein paar Termine, wo ihr quasi mit mir fahren könnt. Ich instruiere euch dabei. Ich bekomme sogar ein anderes Motorrad extra dafür, nur zum Instruieren, damit meine R1, das könnte keiner bezahlen, dieses Motorrad quasi im Dauereinsatz zu haben. Von dem her jetzt eine Serien-R1 mit Spiegel, allem drum und dran, damit ich einfach vernünftig instruieren kann. Ich habe 2 Veranstalter, mit denen ich da zusammenarbeiten darf. Somit haben wir auch schon einen großen Bereich, ein großes Netzwerk an Rennstrecken, an Terminen. Ihr setzt das alles auf der Homepage, die ist unten wieder verlinkt, da könnt ihr euch das anschauen. Haltet euch nicht zurück, mir einfach eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr was wissen wollt. Ich werde euch, wenn es geht, alle Fragen beantworten. So, das war's wieder in eigener Werbung. Wir gehen wieder zum Vorderrad. Natürlich kann ich nicht mit voll gezogener Bremse in 50 Grad Schräglage fahren oder gar so stark bremsen wie in aufrechter Position. Wir sollten nun unsere gezogene Bremse mit aufnehmend mehr Schräglage verringern und diese bei Maximalschräglage von 50 bis 55 Grad bereits losgelassen haben. Loslassen der Bremse soll jedoch so smooth wie möglich sein. Wenn die Bremswirkung aber sauber abfallend ist, wird der Übergang das Vorderradgewicht nicht mehr stark verändern. Achtung in dem Moment auf die Körperhaltung. Hier gibt es auch schon ein Video dazu. Na, wo ist denn jetzt unser Limit am Vorderrad? Wenn du richtig aufgepasst hast und wenn du das jetzt genau angeschaut hast und versucht hast zu verinnerlichen, ja, das ist ein schwieriges Thema, dann wirst du feststellen, dass das Limit am Vorderrad ja eigentlich nur in Schräglage auf der Bremse sein kann. Vorausgesetzt, du hast alles richtig gemacht. Vorausgesetzt, du hast das Vorderrad am Kurveneingang nicht abrupt entlastet durch dem, dass du die Bremse loslassen hast, sondern es muss wirklich auch alles wirklich dementsprechend, so wie ich es dir erklärt habe, dann kannst du das Limit ja eigentlich nur noch übersehen, wenn du in Schräglage zu lange auf der Bremse bist.
Und das ist ja auch genau der Bereich, wo der Profi stürzt. Wenn du die ganzen Vorderradrutscher von MM93 ansiehst, dann passieren die alle am Kurveneingang kurz vorm Scheitelpunkt auf der Bremse, weil er dann das Limit übersehen hat. Und das ist natürlich auch im Endeffekt der sicherste und vor allem der schmerzloseste Sturz, kann ich selber bestätigen. Das ist, du fällst von einer Matratze auf den Boden, also da passiert nicht mehr viel. Von dem her, wenn du alles richtig gemacht hast, dann kannst du das Limit des Vorderrads nur dann erfahren. Ein guter Satz, den ich mal gehört habe, ich weiß nicht mehr von wem, ist: Ein Hobbyfahrer nutzt zu 99% den Reifen nur zu 40%. Aber in 1% nutzt er den Reifen zu 120% und dann stürzt er. Das ist aber wiederum das, wenn du das, was du jetzt gelernt hast, nicht richtig machst. Also vergiss den Satz wieder. Letzteres Thema noch dazu: Wie kündigt sich denn jetzt das Limit an? Das ist natürlich das, was die absolut entscheidendste Frage ist. Also ein guter, richtig guter, neuwertiger Vorderreifen, der macht am Kurveneingang auf der Bremse, so kurz vorm Scheitelpunkt, wenn du immer noch zu stark, zu schräg auf der Bremse ist, dann fängt der Reifen an zu walken. Dann merkst du das, dass das Motorrad, du hast nicht mehr das Feedback von der Linienführigkeit, sondern er fängt an etwas weit zu gehen und du hast keinen so einen richtigen Druck mehr am Lenker. Du merkst, der Lenker wird etwas leichtgängig und fängt auch an, sich zu bewegen. Und wenn du das merkst, und da musst du wieder sensibel sein, ich habe ja schon dazu was gesagt, über das Thema sensibel sein, du musst es fühlen. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass der Reifen jetzt das Walten anfängt, dann hast du schleunigst die Bremse sanft zu lösen. Also nicht pam, sondern langsam. Und von mir aus gehst du auch dann in dem Moment, das passiert mir, das passiert vielen schnellen Fahrern, dass sie dann sagen, ich gehe jetzt lieber so 1-2 Meter weiter den Radius, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ich lasse die 5-6 Zehntel hier jetzt liegen, aber ich fall dann nicht auf die Schnauze und das ist mir wichtiger. Also, wie ihr gesehen habt, verdammt viel Input. Das ist alles, was ich in ein 10-15 Minuten Video überhaupt hineinpacken kann. Man könnte jetzt natürlich eine ganze Stunde über dieses Vorderrad und einen ganzen Tag darüber reden, aber das Video schaut keiner an und dann kriege ich immer böse E-Mails, weil die Videos so lange sind. Ich muss natürlich irgendwo, es ist begrenzt das Ganze, ja. Also deswegen am besten, wir sehen uns live an der Strecke, dann können wir uns über diesen Kandidaten hier von mir aus das ganze Wochenende unterhalten und wir werden uns gegenseitige Informationen austauschen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, unterstützt mich, wo ihr nur könnt, dann unterstütze ich euch mit kostenlosen Informationen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Bis dahin und ciao.